Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Siberia 3. Ja, in der letzten Folge haben wir einen kleinen Plausch mit Oskar gehabt, mit dem wir nochmal reden können, wie es aussieht. Ohne Strom im Park kann ich nichts tun, um Ihnen zu helfen. Achso, okay. Wir können nicht nochmal mit ihm reden. Also, er hat uns gesagt, dass wir den Strom im Park wieder... Ja, wir sollen helfen, die Kristalle abzuschleppen. Das ist natürlich jetzt sehr groß gesagt hier. Wir sollen den Strom wieder anschalten. Jetzt habe ich natürlich keine Ahnung, wie wir jetzt hier den Strom anschalten können. Ich laufe also mal einfach hier erstmal weiter. Aber ich meine, da gab es auch keinen Generator oder sowas. Ich muss jetzt ganz ehrlich... Können wir eigentlich da hinten durch? Ah, das ist mir bisher noch gar nicht aufgefallen. Kommen wir denn da irgendwo hin? Nee, wir kommen sogar zu was Neuem. Moment, Moment. Geh nochmal zurück. Nee, ist das gar nicht... Wir sind hier doch letztes Mal rumgelaufen, wo wir da mit dem Traktor... Oha, was sind das hier? Ja, benutzen ist natürlich jetzt geil. Keine Chance. Unmöglich. Ah, ein Zahnrad vielleicht? Ist das jetzt drin? Und was bewirkt das jetzt? Achso, jetzt kann ich es aber nicht mehr benutzen. Okay. Knopf können wir noch drücken? Ohne Elektrizität kann ich gar nichts tun. Okay, also das scheint jetzt auch nochmal zusätzlich ein neues Rätsel zu sein. Oder hat das jetzt hier mit der Elektrizität zu tun? Ich verstehe es jetzt ehrlich gesagt gerade nicht. Kann auch sein, dass das jetzt so weit funktioniert, aber eben ohne Strom nicht funktioniert. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier erstmal raus. Aber das ist cool, so diesen ganzen Bereich hier, den kannte ich noch gar nicht. Das ist so eine Art Riesenrad. Das wäre natürlich cool, wenn wir uns da mal draufsetzen könnten. Ach, hier hört es schon auf. Ah, okay. Das ist schade. Naja, gut. Kommen wir denn hier noch irgendwo hin? Ist auch nur das Riesenrad hier, ne? Stopp, halt. Ah, ne, da hinten. Das sah jetzt gerade so im Verschwommenen so aus, als ob man da durch konnte. Und dadurch, dass es zu, ne? Ja, das ist zu. Okay, dann kommt man hier anscheinend leider nicht weiter. Ich komme hier noch nicht mal mehr weiter. Hier scheint irgendwo eine Mauer zu sein. Kann ich hier rechts rein? Nee, anscheinend auch nicht. Okay. Also, dann haben wir nur dieses Riesenrad hier hinten. Naja, gut. Ist wieder ein neues Rätsel, was wir dann vermutlich auch nochmal lösen müssen. Die Tür für die... In diesen einen Laden rein. Ja, tut sie sehr gut. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass man hier irgendwas machen könnte, um wieder Strom herzustellen. Hier ist wahrscheinlich wirklich nur die Werkstatt, ne? Wir bräuchten wirklich so einen Generator oder irgendwas. Sind wir wieder hier? Gucken wir jetzt hier draußen nochmal, ob wir vielleicht da noch irgendwas übersehen haben. Hier anscheinend nicht. Hier kann man, glaube ich, nicht weiter auf der Seite, ne? Und hier unten haben wir hier vielleicht irgendwas übersehen. Oh, Moment. Hä, das war... Bleib doch mal stehen, Mann. Das war aber vorher nicht da. Jetzt ist der Punkt weg. Oder war das jetzt der Typ gerade? Nee, das war gar nicht der Typ. Nee, das war aber vorher definitiv nicht. Also nicht hier. Okay, hier ist was. Ah, eine ausfahrbare Stange. Okay, können wir da auch rein? Anscheinend nicht.
Okay, dann gehen wir wieder runter. Die Frage ist jetzt nur, wofür brauchen wir jetzt eine ausfahrbare Stange? Brauchen wir die jetzt im Motorraum? Obwohl, ja, nee, was heißt Motorraum? Die haben ja nichts davon gesagt. Die haben ja eigentlich nichts. Moment, was ist das denn hier? Das ist doch auch neu, oder? Zu hoch. Kann man denn... Ach, da oben ist auch noch was. Ah, das kann man doch bestimmt... Ja, perfekt. Das hätte jetzt so nicht funktioniert, aber okay. Frau Catwalker, brauchen Hilfe? Ja, klar. Ja, können Sie dieses Kabel mit der Kristall verbinden? Vielleicht können wir den Park so mit Strom versorgen. Kein Problem. Okay, danke für Ihre Hilfe, Herr Burut. Stellen Sie die Stromversorgung auf der Kristall wieder her. Ach, jetzt doch auf der Kristall? Was ist das jetzt hier? Stecker? Ja, ich gehe mal davon aus, dass das die Stecker sind, mit denen er jetzt rumhantieren sollte. Muss ich mit ihm nochmal reden, oder... Genschiff wieder beleuchten. Nutzen Zeit, um magisches Seil anzuschließen. Ach so, er macht das erst, wenn ich weg bin, quasi. Ja gut. Schiff wieder beleuchten. Also er meint wahrscheinlich, dass ich den Motor wieder anmachen soll. Ich weiß nicht, wie ich das sonst deuten soll, diesen komischen Satz. Okay, dann versuchen wir das jetzt mal... Gehst du auch mal da rein? Ach, diese Perspektive, ich hasse sie, ehrlich. Komm, geh doch mal in die Mitte des Raumes, dass man auch was sieht. Da hinten sind, glaube ich, Stufen. Ich glaube, das sind die Stufen zum... Nee, nein, nein, nein. Oh, die geht mir auf den Sack, ehrlich. Die geht immer dahin, wo man nicht hingeklickt hat. Ich habe hier drüber geklickt. Dann geh doch auch die Stufen runter. So, jetzt sind wir im Maschinenraum. Die große Frage ist nur, wie machen wir jetzt die Maschine an? Das haben wir doch ganz am Anfang schon mal gemacht, oder? Aber wie ging das? Hier oben war der Eisbrecher, da konnte ich nichts machen. Hier rechts war, glaube ich, noch was, wo wir mal was... Achso, können wir auch jetzt wieder was machen? Okay. Okay, finden Sie einen Weg, die Kristalle aus dem Sand zu ziehen? Ja, darum geht es ja jetzt gerade bei der ganzen Aktion. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also ich habe jetzt gedacht, okay, wir sollen jetzt den Motor starten, weil er meinte, wie hat er das gesagt, irgendwas mit Lichter anmachen oder sowas.
habe ich jetzt so interpretiert, dass man die Lichter auf dem Schiff anmachen soll, aber dass der ganze Park quasi durch das Schiff jetzt den Strom bekommt, das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Also das ist cool, aber das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Das helfen Sie Oscar, die Kristalle abzuschleppen. Ja, da gehen wir jetzt hin. Was ist das denn? Dieses Kabel wäre perfekt, um die Kristalle abzuschleppen. Ich brauche nur Hilfe, um es frei zu bekommen. Das heißt jetzt was? Muss ich mit denen reden? Was ist passiert? Seil verbunden, okay. Aber nächstes Mal Sie Borut warnen, bevor Magie wieder reinmachen. Oh, tut mir leid, Herr Borut. Okay, Frau Kitwalker, kein Problem. Borut zäh wie altes Mammut. Ach du Scheiße. Hat der jetzt ernsthaft Stromschlag bekommen? Frau Kitwalker? Nehmen Sie bitte das Kabel neben sich und verbinden Sie es mit dem Traktor dort drüben. Tja. Danke. Es klang jetzt aber nicht nach einem, ja, das machen wir gerne. Das hakt sich aber schnell fest, so wie die das da wegnehmen. Okay, jetzt müsste das doch funktionieren. Keine Ahnung, wo das Kabel... Ach, das ist jetzt da oben festgemacht. Also keine Ahnung, wie so ein kleines Auto jetzt hier die ganze Kristall da bewegen soll. Aber gut, ich meine, wir reden einfach mal mit Oscar. Ja, Kate Walker? Ja, Oscar. Los geht's, Oscar. Versuchen Sie, nach vorne zu fahren. Hier aus dem Weg. Meine ich nämlich. Das Kabel nimmt, das Seil nimmt sie nämlich sonst mit. Oscar, halt! Es funktioniert nicht, Oscar. Wir ziehen die Kristalle nur tiefer in den Sand. Das ist in der Tat ärgerlich. Der Zug, den diese Maschine ausübt, ist viel zu horizontal ausgerichtet. Es wäre besser, das Schiff von einer höheren Position auszuschleppen. Das Kabel würde schräg verlaufen und Ihr Schiff würde gleichzeitig nach vorne und nach oben gezogen. Was für eine brillante Analyse der Situation, Oscar. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Nicht wirklich, Kate Walker. Aber Sie sollten weiter hinten auf dem Pier nachsehen. Können Sie das Kabel etwas lockern, sodass ich den Traktor dorthin fahren kann? Das weiß ich nicht, ob ich das kann. Moment, das können wir anscheinend drehen. Oder auch nicht. Brauche ich wohl Werkzeug, um das ein bisschen zu lockern? Okay. Ah, jetzt, okay. Das soll schon reichen? Ja, Kate Walker? Läuft bei Ihnen alles gut, Oscar? Ja, alle nötigen Voraussetzungen scheinen erfüllt, damit ich anfangen kann. Ich wollte diesen Traktor schon entfernen, weil er den Weg blockierte. Wie gut, dass Sie das nicht getan haben, Kate Walker. Das heißt jetzt, ich kann ihm jetzt aber sagen, dass er hochfährt, oder? Er hat jetzt nur davon gesprochen? Ja, ich guck noch mal eben nach. Wir sollen ja hier auf dem Weg zum Traktor... Aber wir kommen doch gar nicht zum Traktor, oder? Nee, da kommen wir doch gar nicht hin. Ja, komm, geh nochmal weg, weiter. Also ich dachte jetzt, mit Traktor meinte er jetzt dieses Ding, was... Aber ich meine, das lag hier oben. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wir versuchen es einfach nochmal, dass er jetzt nochmal nach vorne fährt.
Ja, Kate Walker? Los geht's, Oscar. Versuchen Sie, nach vorne zu fahren. Finden Sie einen anderen Weg, die Kristalle abzuschleppen. Wo soll denn jetzt hin? Ach, hier vorne. Okay. Das Problem ist ganz einfach, Kate Walker. Sie müssen einen Weg finden, um die Kristalle von oben abzuschleppen. Das habe ich mir auch schon gedacht. Danke für die Erklärung, Oscar. Nicht der Rede wert. Ich hatte vergessen, welch immense Befriedigung es darstellt, sie auf den richtigen Weg zu führen. Ja, genau. Auf Gefühl ist er nicht programmiert, aber Befriedigung kennt er. Alleine kriege ich das Kabel nicht ab. Weiter kann ich nicht vorfahren, Kate Walker. Alleine kriege ich das Kabel nicht ab. Ja, dann frag doch einfach mal jemanden. Jetzt kommt ein Punkt. Hallo. Darf ich das auch mal machen? Frau Kate Walker? Können Sie bitte das Kabel, das am Traktor festgemacht ist, mit dem großen Rad verbinden? Doc. Okay, Doc. Mir kommt da aber gerade eine Idee. Ja, genau. Die Idee hatte ich nämlich auch gerade. Ich habe es irgendwie nicht so verstanden, dass die das machen sollten gerade. Aber die Idee hatte ich nämlich auch gerade, weil wir ja vorhin das Riesenrad gesehen haben. So, Moment, das Zahnrad hatten wir drin. Ich habe auch irgendwas schon angestellt. Ich kann hier nichts mehr machen. Dann schauen wir mal, ob das jetzt reicht. Hallo. Wenn wir den roten Knopf einfach drücken. Das sieht gut aus. Auftrag ausgeführt. Ja. Naja. Hoffe ich jedenfalls. Also wenn es der Auftrag war, alles zu zerstören, hat sie es auf jeden Fall ziemlich gut gemacht. Ja. Gucken, ob wir jetzt hier überhaupt wieder zurückkommen. Das ist halt so... Ja, das sieht auch jetzt irgendwie so zu aus. Mal da rum. Okay, sie ist nicht mehr im Bild, aber anscheinend können wir hier auch nicht weiter. Das ist geil. Hallo? Kommt die Nummer zurück? Hallo? Da. Da kommt sie auch nicht mehr rum. Ja, geil. okay. Ich wollte gerade sagen, kommen wir jetzt hier gar nicht mehr raus? Wir müssten ja jetzt, denke ich mal, zum Schiff zurück. Weil der Plan war ja eigentlich, das Schiff
rauf zu hieven. Kommen wir jetzt hier echt nicht mehr raus, oder was? Hallo? Rauf zu hieven und dann die Ladeluke zu öffnen, damit die Jokuls da freikommen. Ach, Moment. Da ist aber die Tür. Wir müssten doch eigentlich hier rechts rum können, oder? Oder ist das draußen? Da komme ich nicht rum, ne? Denke ich mal. Kann ich den... Oder... Ah, Moment. Hier komme ich aber jetzt wieder nach vorne, oder? Ah, perfekt. Okay. Okay. Nein, 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 nein. Dann können wir nämlich... Nee. Aber wir müssen ja nicht dahin, wir müssen ja auf das Schiff. Wo ist denn das Schiff jetzt? Wie kommen wir da jetzt hin? Oder? Ach so, doch, wir müssen... Na, wir müssen da durch, damit wir hinten runterkommen, ne? Okay, okay. Dann schauen wir mal. Hier können wir jetzt wieder zurück. Warum höre ich denn jetzt schon wieder die Musik im Hintergrund, die gar nicht abspielen dürfte, weil ich die Musik aus lizenzrechtlichen Gründen extra komplett ausgemacht habe. Es ist echt nervig. So, dann kommen wir da jetzt überhaupt zum Schiff hoch? Das ist jetzt die große Frage. Moment, die Jukul stehen auch hier. Schande. Oh no. Glückwunsch, Kate Walker. Dank dir kann unser Zug sich wieder auf den Weg machen. Danke, Kirk. Aber ohne die Hilfe des Stammes hätte ich das nie geschafft. Nanook, Metall. Guten Tag. Dodo kann hopp, dok, dok. Ach du Schande. Gapu taktok metal beknok nanuk. Laia mozo Oscar. Bek espiritolo kolet. Espiritolo luk. Was haben sie ihnen gesagt? Gut aussehender Metallmann, kein Monster. Nicht gefährlich. Gut aussehen. So, so. Danke für Ihre Hilfe mit Oscar. Kein Problem. Aber Stamm brauchen Zeit, um an ihn zu gewöhnen. Er besser reisen in Schamanenjurte. So, so. Er wird hocherfreut sein. In der Zwischenzeit versuche ich, die Strauße rauszuholen. Alle sollen sich zum Aufbruch bereit machen. Ja, dann hoffe ich mal, dass das jetzt unsere letzte Amtshandlung ist. Und, also nicht die letzte im Spiel. Achso, wie komme ich denn jetzt überhaupt da dran? Hier ist das, glaube ich, oder? Sondern die letzte quasi für diesen Abschnitt. Deswegen überziehe ich nämlich jetzt auch gerade das Video ein bisschen. Da ist was. Aber Madame, ich sagte Ihnen doch, ich bin in der Lage, Ihre Karawane zu Fuß zu folgen. Schamanenjurte, sehr bequem. Gut aussehender Metallmann muss ausruhen nach allem, was er für Stamm getan hat. Oh, aber Madame, bitte, ich... Dok, dok! Thank you.
Ihr Schiff ist hier. Aber wo sind die Amerikanerinnen und diese verdammten Wilden? Sie können noch nicht weit sein. Wenn sie verrückt genug sind, Paranur zu betreten... Die Strahlung wird unser Problem für uns lösen. Genau. Die Soldaten. Sie haben unsere Spuren entdeckt. Sie müssen denken, wir sind an der Oberfläche. Gut. Du hast recht, Kate Walker. Ich... Kamlek, Kamlek, Migab. Kirk, schau da drüben. Was ist das? Ich gehe nachsehen. Warte hier auf mich. Ja, und da haben wir dann schon wieder ein neues Problem bei unserem Zug. Das werden wir aber definitiv heute nicht mehr lösen, sondern wie bereits angekündigt, dann erst in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.